Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück bei Call of Duty Modern Warfare und dieses Mal die Ko in der Koop-Mission unauffällig alle 20 Geheimdaten, die wir hier finden können. Ist ein bisschen tricky hier, alle wirklich hintereinander wegzufinden. Ich habe es versucht, so ungefähr euch zu zeigen, wo die alle natürlich sind und die Locations. Ich habe da natürlich auch erstmal nicht gemerkt, dass wir die Karte ranzoomen können. Es hat am Anfang nicht so wirklich funktioniert. Ich habe da jetzt die Geheimdaten, wie ich sie gefunden habe, 1 bis 20 komplett hintereinander weggemacht. Wie ich sie, wie gesagt, gefunden habe. Könnte ein bisschen durcheinander sein. Es tut mir dahergehend auch leid, aber so haben wir schon mal alle 20 gefunden. Natürlich die eine, die bekommen wir erst, wenn wir rausfliegen. Also nicht rausfliegen, sondern von dem Flugzeug rausspringen. Die habe ich leider als letztes gefunden erst. Leider kommt die natürlich auch als letztes. Müsst ihr einfach die Mission neu starten, könnt ihr die Geheimdaten einsammeln und dann, ja, haben wir schon mal 20 Geheimdaten und somit auch die Trophäe. Und ja. Also alle 20 Geheimdaten es sind unter Wasser. Wir einen brauchen wir sogar einen Schlüssel, dass wir eine Kiste öffnen können. Also einen Beistelltisch öffnen. Den zeige ich euch natürlich, wo es die gibt. Hier hinten bei C zum Beispiel haben wir auch natürlich mehrere Geheimdaten hintereinander weg. Zum Beispiel hier. Haben wir einmal die Geheimdaten und hier finden wir auch den Schlüssel, nämlich hier direkt auf dem Computertisch, wo ich jetzt hinschießen werde. Hier ist der Schlüssel auf dieser Ecke. Mit dem Schlüssel müssen wir dann in das zwei Gebäude nebenan. Also nicht das hier, sondern eins weiter, nämlich da, wo ich eigentlich gerade drauf zugelaufen bin. Ich habe mich dann hier auch kurz vertan. Wir müssen dann einmal hier rum. Und da in das Gebäude müssen wir hier rein. Natürlich, wer den Schlüssel aufnimmt, kann das natürlich auch nur öffnen. Hier ist die Schublade, hier steht von wegen, dass wir einen Schlüssel benötigen. Nur der den Schlüssel hat, kann diese Truhe öffnen. Leider. Dann gibt es natürlich hier hinten bei C auch gleich noch welche. Natürlich, wenn wir die Geheimdaten gefunden haben, steht da natürlich, dass wir diese Geheimdaten bereits gefunden haben. Also ihr könnt dann hier wirklich alles nacheinander abgehen. Und dann seht ihr auch, welche ihr gefunden habt, welche nicht. Bei manchen, ich müsste manche sogar doppelt sammeln, weil es nicht wirklich funktioniert hat. Ihr seht es hier nochmal, hier müssen wir auch nochmal nach C hoch. Und hier steht dann auch, denn, dass, wenn wir die Geheimdaten nochmal gefunden haben, dass wir, ja, die schon gefunden haben, aber das steht Gott sei Dank so da, dass man sieht, ja, okay, die habe ich schon. Mal wird, werden sie nicht angezeigt, hatte ich das auch das Problem gehabt, dass sie wirklich dann nur steht von wegen, ja, hast sie gesammelt, dann musst du nochmal rein und dann habe ich sie bekommen. Also so ist es jetzt nicht. Ich habe jetzt auch verschiedene Male durchgezockt, ihr habt versucht jedenfalls. Natürlich müssen wir natürlich auf 3 Sterne noch kommen. Das machen wir aber dann nochmal anders. Erstmal waren mir die Geheimdaten wichtiger, um am Ende den Bauplan, glaube ich, für die Magnum zu kriegen. Und es gibt viele Kisten halt auf den Dächern, die wir finden können. Ich hoffe, ich habe das euch so relativ gut gezeigt, wie, wo, auf welchen Dächern das ist. Hier hinten bei haben wir, hier steht es nochmal, hier haben wir nochmal Geheimdaten. Die musste ich auch nochmal sammeln. Wenn wir hier hinten trotzdem nochmal sind, bei eigentlich ist das hier C. Hier haben wir sie, hier stehen es jetzt, die haben die Geheimdaten bereits, wenn wir sie schon mal einmal gefunden haben. Und hier oben haben wir auch nochmal eine, das wäre Nummer 16. Somit haben wir hier hinten auf der Brücke in einem Laster befindet sich auch noch einmal eine Geheimdate. Oh, Geheimdaten. Geheimdateninformationen.
Leider ist es alles ein bisschen durcheinander. Es tut mir, wie gesagt, auch leid, dass die alle ein bisschen durcheinander sind, dass ich hier ein bisschen über die Karte rennen müsst. Aber Hauptsache, wir bekommen sie alle, oder? Ja, soweit haben wir hier hinten auf dem Haus auch nochmal eine. Wir können hier von dem anderen Haus mit der Leiter hier hochkommen. Und dann haben wir hier oben noch eine. Das ist nämlich Nummer 19. Und bei der letzten Team, da müssen wir aus dem Flugzeug hinausspringen. Also wenn ihr, bevor ihr landet, müssen wir nämlich hier einmal raus. Mit dem Fallschirm. Ich muss gerade gucken, wo dieser Turm ist hier. Er befindet sich nämlich auf dieser kleinen mittleren Insel hier. Von oben sieht man das so nicht so schön. Müssen ein bisschen weiter hier nach links. So. Ungefähr da auf der Ecke ist er. Ihr seht ihn schon, wo ich ungefähr hinfliege. Da. Und auf diesem Turm befindet sich die letzte Geheimdarte, die ich dann auch gefunden habe. War ein bisschen tricky, aber gut. Haben wir Gott sei Dank soweit alle 20 Geheimdaten geschafft. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass sie alle so ein bisschen durcheinander sind. Aber somit haben wir auch alle 20 Geheimdaten in unauffällig. Alle Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.